Es geht heute in unserer Predigtserie um eine der bekanntesten, aber auch um eine der mysteriösesten Erzählungen in der gesamten Moses-Geschichte. Man könnte sagen, im gesamten Alten Testament. Es geht um die Geschichte am brennenden Dornbusch, wo Gott sich Mose offenbart. Und es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Es ist ein vorläufiger Höhepunkt in dieser ganzen Erzählung, in der wir gerade drin stecken. Wir haben vor Wochen schon gehört, wie das Volk Israel bedrängt und unterdrückt wurde in Ägypten, wie mutig die Hebammen gewesen sind. Wir haben gehört, wie Mose als Kind bewahrt wurde, als alle männlichen Kinder eigentlich getötet werden sollten, wie er am Hof des Pharaos aufwachsen konnte. Wir haben letzte Woche gehört, wie er versucht hat, das Volk auf eigene Faust zu befreien, wie er diesen Ägypter erschlagen hat, Befreiung schaffen wollte, aber dann am Ende doch fliehen musste in die Wüste. Und viele Jahre gehen ins Land und dann kommen wir zu der heutigen Geschichte, wo Gott selber jetzt die Befreiung seines Volkes angeht und Mose ganz offiziell beruft und ja in diesen Dienst hineinstellt. Marc Chagall hat das in seinem Exodus-Zyklus, den wir hier in der Ausstellung haben, so dargestellt auf diesem Bild. Für diejenigen, die das nicht so gut sehen können, habe ich das auch hier auf der Folie. Das Bild Originallithografie neben den anderen 24 Originallithografien aus diesem Zyklus, die nebenan ausgestellt sind. Den Predigtext haben wir eben schon gehört und ich möchte auf diese Geschichte eingehen, möchte da drei Aspekte herausgreifen, die mir persönlich da wichtig geworden sind. Und das möchte ich auch ein bisschen verbinden mit diesem Bild. Und diese drei Aspekte sind: Mose legt etwas ab, Mose wird beauftragt und Mose lernt Gott kennen oder besser kennen. Zunächst einmal dieser erste Gedanke: Mose legt etwas ab. Als Mose die Schafe seines Schwiegervaters hütet, bemerkt er diesen seltsamen brennenden Busch, der irgendwie nicht verbrennt, was natürlich total unüblich ist. Chagall hat diesen Busch sehr prächtig dargestellt. Er scheint fast wie ein blühender Baum zu sein. In bunter Blüte steht er dort. Es sind Feuerflammen, die hinausschießen, aber er verbrennt nicht. Mose steht mit erstauntem Gesicht davor und betrachtet diese Erscheinung. Aus dieser Pracht auf dem Bild hier, aus dieser Pracht des brennenden Dornbusches, steigt Gott selber hervor. Gott spricht aus diesem Busch. Ein heiliger Moment. Das zeigt dieser Goldton. Das ist hier eher gelb auf dem Bild. Es ist eigentlich ein goldener Ton, der dort diese Feierlichkeit, diese Heiligkeit des Moments darstellt. Ein Goldton, der diesen Moment, wo Gott redet, ja, wirklich vergoldet. Es ist etwas ganz Besonderes. Ein weißer Kreis dort oben symbolisiert die Erscheinung Gottes. Dort drinnen sind die hebräischen vier Buchstaben, die für Jahwe, für diesen eigentlich unaussprechbaren Gottesnamen stehen. Dieser Kreis als Zentrum ist von einem Sonnenrad umgeben, wo auch dieses sonnige Licht herausstrahlt. Und so können wir sagen, Gottes Licht strahlt in die Welt hinein. Und dieses feierliche Gold, es durchzieht das ganze Bild. Wenn Gott spricht, dann verändert das alles. Dann durchzieht es alle Bereiche unseres Lebens. Es ist ein heiliger, ein goldener Moment, den Mose hier erlebt. Und Gott möchte auch uns begegnen. Gott möchte auch zu uns sprechen. Wir brauchen dafür offene Augen und Herzen, so wie Mose damals offen war für das, was ihm auf seinem Weg begegnet. So lasst uns offen sein für das, was uns auf unserem Weg begegnet. Vielleicht ist es auch in unserem Alltag die ein oder andere Situation, wo Gott zu uns reden möchte, wo Gott etwas gebrauchen möchte, um uns zum Anhalten zu bewegen. So wie Mose hier anhalten muss und hingehen muss und näher hinschauen muss und merkt, da steckt mehr dahinter. Als Mose wirklich ja, sich diese Zeit nimmt, genauer hinzusehen, innezuhalten, da spricht Mose ihn an, da spricht Gott ihn an aus dem Dornbusch heraus. Mose, Mose. Gott kennt seinen Namen. Gott kennt auch deinen Namen.
Gott ruft ihn auch. Mose sagt, hier bin ich. Und Gott sagt, komm nicht näher, sondern leg erst etwas ab. Zieh deine Schuhe aus. Das ist heiliger Boden, auf dem du stehst. Dieses Schuhe ausziehen, das ist etwas, was den Alltag durchbricht. Das ist etwas, was deutlich macht, hier ist etwas anders als sonst. Hier ist etwas ganz besonders feierlich und heilig. Auf dem Bild sehen wir die nackten Füße des Mose. Sicherlich nur ein Detail auf diesem Bild, ein Randaspekt. Und dennoch wird deutlich, Mose hat etwas abgelegt, als er in die Nähe Gottes kommt. Das, was ihn bis hierher getragen hat, das ist nicht mehr tragfähig. Er muss etwas ablegen, weil ein ganz neues Leben auf ihn wartet. Eine ganz neue Berufung. Nichts bleibt, wie es vorher war. Dinge werden neu geordnet, sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Und so kann es auch bei uns in unserem Leben sein, wenn Gott uns anspricht und wenn Gott uns ruft, dass wir Dinge ablegen müssen. Dass wir vielleicht Vorurteile, die wir in unserem Herzen haben, ablegen müssen. Dass wir vielleicht unseren Stolz ablegen müssen, der uns manchmal so im Wege steht. Dass wir eigene Vorstellungen, eigene Ideen vielleicht mal beiseite legen müssen. Schlechte Gewohnheiten hinterfragen müssen. Diese Dinge sollen uns nicht länger tragen. Der Ort der Gottesbegegnung, er ist ein heiliger Ort. Es ist interessant, dass Gott sagt, so, das ist ein heiliger Ort. Und gleichzeitig, wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament lesen, dann stellen wir fest, so ein Denken, dass ein Ort an sich heilig ist, gibt es im hebräischen Glauben eigentlich gar nicht. Selbst der Ort, wo Gott die Gebote überreicht, der Berg Horeb, das ist kein heiliger Ort in dem Sinne, sondern es ist immer Gott, der den Ort heiligt. Da, wo Gott sich offenbart, das ist ein heiliger Ort. Nicht, weil der Ort an sich irgendwie besonders wäre. Und genauso ist es hier. Es ist ganz normaler Boden, auf dem Mose steht. Aber weil Gott da ist, deshalb ist es ein heiliger Moment. Und in diesem Sinne kann auch in deinem Leben jeder Ort ein heiliger Ort werden. Es kann der Sessel sein, auf dem du vielleicht zur Ruhe kommst und betest. Es kann die Küchenbank sein. Es kann dein Auto sein. Dieser heilige Ort, er ist überall denkbar in deinem Alltag. Mose hat nicht nur seine Schuhe ausziehen müssen und ablegen müssen. Er ist schon einen weiten Weg gegangen. Ich habe es eben angedeutet, was wir alles schon erlebt haben in dieser Moses-Geschichte. Er hat schon so vieles abgelegt, hinter sich gelassen. Sein Versuch, das Volk aus eigener Kraft zu retten, ist fehlgeschlagen. Er hat es doch so gut gemeint, er wollte ihnen helfen, aber er wurde nicht akzeptiert. Er musste nach Midian fliehen, musste seine Heimat, seine ganze Geschichte hinter sich lassen. Seine Vorstellung einer Befreiung seines Volkes hat er loslassen müssen. Sein ganzes altes Leben hat er verlassen. Und jetzt ist er da in der Wüste und hütet Schafe. Er hat sich ein neues, kleines Leben aufgebaut. Er hat geheiratet, er hat ein Kind und ja, irgendwie scheint es mir so, als ob er mit dem Gedanken der Befreiung seines Volkes abgeschlossen hat. Er ist in der Wüste angekommen. Er hat dort sein Leben aufgebaut. Hat er damit abgeschlossen, mit dem, was damals war? Vielleicht. Vielleicht sagt er sich ganz bewusst, das lasse ich hinter mir. Aber einer hat damit nicht abgeschlossen. Und das ist Gott. Im Gegenteil, jetzt geht es für Gott erst richtig los. Denn Gott hat die ganze Zeit alles vorbereitet für diesen Moment. Er hat alle Fäden in der Hand in dieser Geschichte. Er hat alles so geführt, vom Mut der Hebammen angefangen, bis hin zu der Bewahrung von Mose, sein Aufwachsen am Pharaonenhof. Alles hat Gott geführt bis zu diesem einen Moment, wo er ihn anspricht. Sein Timing ist jetzt perfekt. Und selbst wenn Mose damit abgeschlossen hat und gesagt hat, damit habe ich nichts mehr zu tun, dann fängt Gott erst an. Und er spricht zu Mose aus diesem brennenden Dornbusch und er sagt, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Vielleicht haben die Leute gebetet und geschrien und sie haben gedacht, Gott sieht mich nicht. Und Gott sagt, ich habe all das gesehen. Da ist nichts davon, was mir entgangen ist. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Wahrscheinlich wird es nicht nur ein oder zwei Personen gegeben haben, die im Volk Israel geschrien haben und gedacht haben,
unser Gott hört uns nicht. Gott sagt, ich habe euch gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und das ist eine ganz klare Steigerung. Gesehen, gehört, erkannt. Am eigenen Körper gespürt ist das Wort dahinter. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Das ist Gottes Herzensanliegen. Befreiung. Er möchte uns befreien von dem, was uns bedrückt. Dass ich sie hinaufführe in ein Land, in ein gutes und weites Land, Milch und Honig und so weiter. Gott hat eine bessere Zukunft als diese Unterdrückung. Und dann kommt's: So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden. Und ich glaube, bis zu dem Punkt wird Mose wahrscheinlich gesagt haben, ja super, dass du das gesehen hast, dass du das gehört hast, dass du das erkannt hast, dass du jetzt gekommen bist und dass du sie jetzt hinausführen wirst. Ganz klasse, bis zu dem Punkt, wo Gott sagt, aber ich will dich dabei haben. Gott beauftragt Mose, du sollst zum Pharao gehen. Und das ist so wunderbar hier in dem Bild ausgedrückt, nehmen wir mal das hier oben. Der brennende Dornbusch ist das Zentrum, die Erscheinung Gottes, das Tetragramm, der Name Gottes, von dem die Strahlen ausgehen. Mose, der entzückt und verwundert diese Erscheinung betrachtet, die Tiere alle mit dem Kopf hin auf diese Erscheinung gerichtet. Nur einer, der Engel, guckt in eine andere Richtung. Fast so, als wenn der Engel sagen will, Mose, du bist jetzt hier, du begegnest Gott, aber du wirst in eine andere Richtung gehen. Du wirst von jetzt an eine andere Richtung einschlagen. Und du bist dazu berufen, diesen Weg zu gehen. Erscheint Mose auf dem Bild demütig, entzückt, verwundert, wie auch immer. Man kann das deuten, wie man will. Es gibt Menschen, die deuten das als durchaus selbstbewusst, dass er diese Erscheinung so betrachtet. Und man könnte sagen, wenn man die Geschichte liest, dann ist Mose ja doch durchaus selbstbewusst. Auf der einen Seite sehr demütig, dass er sagt, wer bin ich schon? Aber auf der anderen Seite fängt er eine riesenlange Diskussion mit Gott an, in der er Gott darlegt, dass er eigentlich nicht der Richtige ist für diese Aufgabe. Wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehen soll? Vielleicht denkt Mose, ich habe das doch versucht. Ich habe doch den Ägypter da getötet. Ich hab versucht, das Volk zu befreien, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin gescheitert. Gott legt Mose nicht auf sein Scheitern fest. Und Gott legt auch uns nicht auf unser Scheitern fest. Bei unserem Scheitern ist nicht Schluss mit Gottes Aufgabe für dich. Gottes Aufgabe bleibt bestehen. Das reicht Mose nicht als Argument. Er sagt, hey, wenn ich da hinkomme, sie werden mir nicht glauben. Sie werden mir einfach nicht glauben. Sie werden nicht auf meine Stimme hören. Sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Mit anderen Worten, sie werden Mose ablehnen. Diese Angst vor Ablehnung, sie steckt tief in uns Menschen drin. Ich glaube, keinem Menschen gefällt es, abgelehnt zu werden. Ablehnung tut weh. Ablehnung schmerzt. Und Mose hat schon Ablehnung erfahren. Er hat schon erfahren, dass die Leute, seine eigenen Landsleute, am nächsten Tag nach dieser Situation, wo er Recht schaffen wollte, zu ihm gesagt haben, ja, was ist jetzt mit uns? Willst du uns auch erschlagen oder was? Wer hat dich eigentlich dafür beauftragt, das zu machen? Vielleicht hat Mose Angst, noch einmal abgelehnt zu werden. Aber Gott geht drauf ein. Auf jedes Argument von Mose geht Gott ein. Und Mose sagt, ich werde dir Zeichen geben. Zeichen der Bestätigung. Es gibt den Stab, der zur Schlange wird. Es gibt die Hand, die, wenn er sie in den Saum seines Gewandes steckt, dass sie aussätzig wird. Eine Art Bestätigungszeichen, ein Wunderzeichen, damit das Volk versteht, in wessen Auftrag Mose unterwegs ist. Vielleicht deutet Chagall das hier mit dieser Hand an, die sich so an die Brust fasst, die so auch ein wenig weiß erscheint. Vielleicht ist das ein Hinweis auf so ein Wunderzeichen, das Gott Mose schenkt. Wenn wir diesen Text weiter verfolgen im nächsten Kapitel, sagt Mose dann auch, ich kann überhaupt nicht gut reden. Ich kann nicht reden, ich habe eine schwere Zunge. Es sind dann die Zweifel an der eigenen Kompetenz. Mose erscheint ziemlich resigniert. Er sagt, ich habe alles versucht, ich kann es einfach nicht. Ich konnte sie nicht überzeugen.
Vielleicht hat er bestimmte Vorstellungen, dass der Befreier seines Volkes ein ungemein guter Redner sein müsste. Und das sieht Mose sich in sich nicht. Ich kann das einfach nicht. Aber auch dafür hat Gott die passende Antwort bereit. Und er sagt, okay, ich werde dir deinen Bruder Aaron an die Seite geben. Und Aaron, der später ja der erste Priester wird, Aaron soll dein Mund sein. Er soll für dich sprechen. Wir sehen, Gott geht auf alles ein, auf jeden Zweifel. Gott hat immer die passende Antwort. Und wenn ihr später vielleicht das erste Mal durch die Ausstellung geht, dann werdet ihr viele Bilder sehen, wo Mose und Aaron gemeinsam da sind. Wir haben oft nur Mose im Blick, aber es ist tatsächlich die biblische Geschichte. Aaron ist immer dabei und wir sehen diese enge Brüderbeziehung in der Ausstellung zwischen Mose und Aaron, wie sie ganz eng verbunden sind. Er soll dein Mund sein. Und all diese Zweifel, die Mose hat, sie drehen sich immer um die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Sie werden nicht an mich, sie werden mir nicht glauben. Ich kann nicht reden. Alles dreht sich um die Frage, wer bin ich, was kann ich eigentlich? Aber das ist nur ein Teil der Unsicherheit, die Mose hat, um diesen Auftrag Gottes anzunehmen. Die andere Seite ist die Frage, die Exodus 3, Vers 13 uns stellt. Mose sagt dann noch, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, dann werden sie sagen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Also wir sehen die eine Unsicherheit mit der Frage, wer bin ich? Und die andere Unsicherheit mit der Frage, wer bist du eigentlich? Wie ist eigentlich dein Name? Mit wem habe ich es hier zu tun? Wer bist du? Dahinter stehen auch die Fragen, was kannst du? Wofür stehst du ein? Bist du vertrauenswürdig? Kannst du überhaupt diese Befreiung bewirken, von der du redest? Kann ich dir vertrauen? Das ist die eigentliche Unsicherheit von Mose. Und damit komme ich zu dem dritten Gedanken. Mose lernt Gott kennen. Und hier habe ich mal den Namen ausgeschrieben. Mose lernt Jahwe kennen. Dahinter stehen diese vier hebräischen Buchstaben. Jod, He, Waf, He. Damit sind wir bei einem großen Geheimnis in der Bibel angekommen. Beim Namen Gottes, mit dem er sich Mose offenbart. Dieser Name hat es echt in sich. Er offenbart sich Mose hier in einem Satz. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, in dieser Übersetzung. Das war die Schlachterübersetzung mit den Worten, ich bin der ich bin. Darauf werde ich gleich ein bisschen eingehen. Und dann gibt es einmal diesen Gottesnamen, der eine Kurzform dieses Satzes darstellt. Jahwe. Klassisch wird dieser Gottesname abgeleitet von dem hebräischen Verb für sein. Daher auch die Vermutung der Übersetzung, ich bin, der ich bin. Ich bin halt einfach. Ne? Abgeleitet von sein. Die genaue Bedeutung und die Herkunft des Namens Gottes ist allerdings immer noch umstritten. Da streiten sich die Forscher. Es gibt verschiedene Theorien und es wird heute noch diskutiert. Wenn man ihn so übersetzt, diesen Satz, ich bin, der ich bin, dann ist das ein Ausdruck der Selbstexistenz Gottes. Nach dem Motto, naja, ich bin halt. Andere sind vielleicht nicht, aber ich bin. Ich bin, der ich bin. Kann man so machen, aber die Frage ist, ob da nicht mehr dahinter steht. Es ist richtig, Gott ist ein unerschaffenes Wesen, er ist einfach. Aber Sprachwissenschaftler, sie schauen sich diese hebräischen Worte an, die diesen Satz bilden, und sie sagen, eigentlich müsste man ihn übersetzen mit, ich werde sein, der ich sein werde. Und deswegen revidierte Übersetzungen wie die aktuelle Luther-Übersetzung, die Elberfelder-Übersetzung und so weiter. Sie übersetzen auch diesen Satz, wenn ihr ihn dann in Exodus 3, 14 nachlest, mit den Worten, ich werde sein, der ich sein werde. Es ist nicht so ein Riesenunterschied vielleicht, aber es ist ein Aspekt, der auch ein wenig auf die Zukunft zeigt. Und die Theorien gehen sogar noch weiter. Man kann da ganz tief einsteigen. Andere Ausleger sagen, diese Übersetzung von ich bin, der ich bin, sie ist vom griechischen Denken her geprägt, wo es um Sein oder Nichtsein geht, wo es um Existenz jenseits von allen Dingen geht. Aber im hebräischen Denken hat es immer einen Lebensbezug. Ich werde sein, der ich sein werde. Und es geht dann noch weiter, dass man dann sagt, dieses hebräische Verb für Sein,
braucht immer noch einen Bezug. Es ist so, wie wenn ich sage, ich umarme. Dann kann man sich fragen, ja, ist das ein vollständiger Satz? Alex als Lehrer kann das ja mal beantworten. Da fehlt etwas. Es ist kein vollständiger Satz. Ich umarme ist, ja, da, wir würden fragen, wen umarmst du? Wenn ich sage, ich umarme dich, dann ist es ein vollständiger Satz. Und so sagen die Ausleger, dass das hebräische Verb für sein einen Bezug braucht und so sollte man besser übersetzen, ich werde für euch da sein. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde für euch da sein. Ich werde für dich da sein. Oder ich bin für dich da, ich bin für euch da. Wenn man dieser Übersetzung folgt des Gottesnamens, dann macht sie im Kontext plötzlich erstaunlich viel Sinn. Denn Mose kommt zu einem Volk, das unter der Bedrückung der Ägypter leidet. Und Mose sagt ihnen, ich werde euch hinausführen aus Ägypten. Und sie fragen sich wahrscheinlich, was dann? Was wird dann sein? Wer hat dich überhaupt geschickt? Wenn das dann heißt, ich bin der, okay, Gott ist. Aber da bleiben viele Fragen offen. Aber wenn Gott sich offenbart und sagt, wisst ihr, wer mich geschickt hat? Der, ich werde für euch da sein. Der hat mich geschickt. Und all die Sorgen um die Zukunft sind beantwortet. Im Kontext macht diese Bedeutung des Gottesnamens tatsächlich den allermeisten Sinn. Gott, der Schöpfer, der Herrscher über das gesamte Universum, ergibt sich keinen abgehobenen, keinen majestätischen Namen, um sich gegen andere Götter abzusetzen. Er wählt einen Namen, der die Zuwendung zu uns in den Mittelpunkt stellt. Ich werde für dich da sein. Ist das nicht überwältigend? Gottes Name schließt die Zukunft mit ein, um die wir uns Sorgen machen. Wir fragen uns, was wird morgen sein? Wie wird sich unser Leben entwickeln? Vielleicht fragen wir uns auch, was wird sein, wenn ich eines Tages gehen muss aus dieser Welt? Und Gott sagt uns in seinem Namen, ich werde für dich da sein. Egal, worüber du dir Sorgen machst, ich bin für dich da. Eine starke Verheißung im Namen Gottes. Das kann man einmal von der Grammatik her betrachten, so wie wir es jetzt gemacht haben, aber Sprache ist noch vielfältiger. Sprache hat immer auch einen Klang, hat eine Aussprache. Und so möchte ich auch darüber noch mit euch kurz nachdenken, über die Aussprache, über den Klang des Namens Gottes. Und dann nicht diesen langen Satz, ich werde sein, der ich sein werde, sondern diese Kurzform davon, Jahwe. Wie klingt sie? In der jüdischen Tradition wird der Name Jahwe als unaussprechbar angesehen. Juden sprechen diesen Namen nicht aus, sie vermeiden es. Für sie ist der Name Gottes zu heilig. Und sie wenden dann etwas an, sie haben ja nur die Konsonanten, das, was wir hier in hebräischer Schrift sehen, das sind nur die Konsonanten, da fehlen die Vokale. Und die Vokale werden im Hebräischen gesetzt mit Punkten als Hilfe, aber im eigentlichen Text sind sie gar nicht vorhanden. Im eigentlichen Text muss man sie sich dazu denken und die Punktuierung, die ist eine Hilfe für uns heute, um das zu lesen. Die Juden haben dann gesagt, weil der Name Gottes so heilig ist, setzen wir dort eine ganz andere Punktuation ein, damit wir gar nicht in die Versuchung kommen, ihn auszusprechen. Und sie haben die Punktuation, die Vokalisation für Adonai eingesetzt. Und jedes Mal, wenn im hebräischen Text, dann in der Tora, in den alttestamentlichen Schriften der Name Jahwe eigentlich steht, dann lesen sie Adonai, weil sie einfach dieses Ersatzwort, diesen Titel, das bedeutet einfach Herr, einsetzen. In unseren Übersetzungen ist das übrigens auch der Fall. Da, wo wir Herr geschrieben haben in vier großen Buchstaben, da steht eigentlich das Tetragramm, da stehen diese vier Buchstaben im Hebräischen dahinter. Wenn Herr klein geschrieben ist, dann steht im Urtext Adonai. Warum sprechen Juden diesen Namen Gottes nicht aus? Auf der einen Seite ist da die Ehrfurcht, sie haben Angst, den Namen Gottes falsch auszusprechen und ihn damit zu missbrauchen. Aber auf der anderen Seite gibt es jüdische Gelehrte, die glauben, dass dieser Name Gottes gar nicht zum Aussprechen gedacht war. Denn wenn wir ihn hebräisch versuchen auszusprechen, mit diesen Konsonanten, dann können wir währenddessen gar nicht die Lippen schließen oder die Zunge benutzen.
Ich versuche euch das so ein bisschen vorzumachen, um euch da mit reinzunehmen. Das ist einfach Ja und W. Ja, W. Das ist ein Klang, der eigentlich nur mit Hauchlauten gebildet wird. Und viele Experten sind der Überzeugung, dass die korrekte Aussprache von Jahwe eigentlich der Versuch ist, den Atem des Menschen nachzubilden. Wenn man sich dann fragt, wie würde man den Atem nachbilden mit hebräischen Konsonanten, dann kommt man tatsächlich ja, relativ schnell auf diese vier Konsonanten, die einfach für das Ein- und für das Ausatmen stehen könnten. Das ist eine Theorie. Das Jod und das He zum Einatmen und das Waf und das He zum Ausatmen. Und das versucht euch mal vorzustellen, wie klingt es, wenn ihr atmet. Ich versuche das mal ganz laut mit dem Mikro zu machen, einfach nur so. Das Einatmen. Wenn man das versucht zu beschreiben mit hebräischen Buchstaben, dann würde man bei diesen Konsonanten wahrscheinlich landen. Und so gibt es viele jüdische Gelehrte, die sagen, der Name Gottes, er ist nicht zum Aussprechen gedacht. Das ist ein Name, der gelebt wird, ein Name, der geatmet wird. Und aus jüdischer Sicht soll das kein Zufall sein. Sie sagen, jedes Mal, wenn jemand atmet, spricht er unbewusst den Namen Gottes aus. Oder besser ausgedrückt, er atmet den Namen Gottes. So wie große Maler stolz ihre Meisterwerke signieren. Wir haben nebenan auch ein paar Kunstwerke von Chagall, die er signiert hat, wo er seinen Namen drunter geschrieben hat. Und dasselbe könnte man von Gott behaupten, dass er seine Schöpfung, seine Geschöpfe signiert hat in seinem wunderbaren Namen, den er uns in unseren Atem hineingelegt hat. Wenn man dieser Theorie folgt und dann sich mit dem Thema Atem beschäftigt, dann kommt man auf die faszinierendsten Dinge. Wir können einige Zeit ohne Nahrung, ohne Wasser oder ohne Licht überleben. Natürlich alles nicht sehr lange, aber wir können nur wenige Minuten ohne Atem überleben. Es ist faszinierend, was mit Luft in unserem Körper geschieht. Pro Tag atmen wir ungefähr 20.000 Mal ein und aus. Und der Atem, er bildet eine Brücke zwischen unserem menschlichen Bewusstsein und dem Unbewussten. Das möchte ich euch ganz kurz noch abschließend erklären, was damit gemeint ist. Wir atmen ohne nachzudenken. Das bedeutet, unser Atem wird gesteuert von unserem vegetativen Nervensystem. Das vegetative Nervensystem steuert auch unseren Herzschlag. Wir müssen dem Herz nicht sagen, schlag jetzt, oder es steuert die Verdauung. Wir müssen auch nicht sagen, ja, ich will jetzt verdauen oder so. Das wird alles von unserem Körpersystem gesteuert, genau wie der Atem. Aber der Atem ist der einzige Punkt, ist der Punkt, wo wir bewusst ansetzen können. Wir können nicht sagen, ich möchte jetzt, dass mein Herz schneller schlägt. Wir können eine Runde laufen, dann schlägt es schneller, das ist klar. Aber wir können es nicht willentlich beeinflussen. Unser Atem lässt sich steuern. Wir können uns sagen, ich will jetzt langsamer atmen oder ich will jetzt schneller atmen. All das geschieht vom Unterbewussten, vom vegetativen Nervensystem ist er gesteuert, aber er ist die Grenze zu dem Bewussten. Das ist der Grund, warum auch viele Therapien und Meditationen den Atem nutzen, weil er diese Grenze bildet. Es ist ein sehr spannendes Thema, wo man noch tiefer einsteigen kann. Aber ich fand es für mich sehr spannend, wie Gott sich mit uns als seiner Schöpfung verbindet und wie er sich selbst in uns hineinlegt. Nimmt man denn diese Bedeutung, die grammatikalische Bedeutung und diesen Klang des Namens Gottes zusammen, dann ergibt es eine wunderbare Liebeserklärung, die uns unser Leben lang begleitet. Die grammatikalische Bedeutung, ich bin für dich da und ich werde für dich da sein. Verbunden mit der Bedeutung des Klanges. Wir leben, weil Gott uns Atem schenkt. Und dieser Atem, er spricht ohne Unterlass den Namen Gottes aus. Durch unseren Atem bezeugt Gott uns seine Liebe. Bei unserem Einatmen, bei unserem Ausatmen. Ein leiser, zarter Zuspruch, sogar akustisch hörbar, wenn ihr euch darauf einlasst und wenn ihr vielleicht mal in einer ganz ruhigen Minute
einfach versucht, auf euren Atem zu hören. Vielleicht will Gott euch da seine Liebe zeigen und sagen, ich bin für dich da. Wir haben heute in dieser Geschichte einiges von Mose gehört. Wir haben gehört, dass Mose etwas abgelegt hat. Er hat sein bisheriges Leben abgelegt. Er hat seine Vorstellungen abgelegt, seine Ideen, wie Befreiung für sein Volk aussehen kann. Vielleicht hast du in deinen Gedanken auch eine Idee gehabt, dass Gott etwas möchte, das du ablegst. Vielleicht ist es irgendetwas, woran du festhältst und wo Gott sagt, vertrau mir. Lass es los und vertraue mir. Ich werde mich darum kümmern. Vielleicht ist es eine Schuld, die dich niederdrückt. Eine Last, die dich beschwert und wo Gott sagt, lass sie los. Leg sie ab. Du musst sie nicht länger tragen. Vielleicht eine Vorstellung, in der du festhältst, so muss es sein und es kann nicht anders sein. Und Gott sagt, lass es los. Was auch immer es ist, Gott wird es dir zeigen, wenn es für dich dran ist. Wir haben gesehen, dass Mose beauftragt wurde. Und auch du hast einen Auftrag, Gottes Herrlichkeit weiterzugeben. Wenn er zu dir gesprochen hat, wenn er dir begegnet ist, dann sagt der fliegende Engel auch in die andere Richtung, sagt, und jetzt nimm das mit und bring es zu anderen. Vielleicht hast du auch Zweifel und sagst, wie Mose, ey, ich habe so viele Fragen, ich kann das nicht, ich will das nicht, aber bei Mose sehen wir, dass Gott jedem Zweifel die passende Antwort entgegensetzt. Und das wird auch in deinem Fall, da bin ich mir sicher, so sein. Und wir haben gesehen, dass Mose Gott kennenlernt. Er lernt diesen unaussprechlichen Namen Gottes kennen. An späterer Stelle sagt Gott, dass er sich Mose erstmals als Jahwe gezeigt hat. Den Patriarchen hat er sich als El Shaddai offenbart, als Adonai. Aber Jahwe, so hat er sich Mose offenbart. Als der Gott, der für uns da ist, der für dich da ist. Und dein Atem, er kann dich daran erinnern, jeden Tag, wenn du es dir bewusst machst, dass Gott da ist. Unser erstes Wort als Neugeborene ist der Name Gottes. Jeder Seufzer der Verzweiflung ist eine Anrufung Gottes. Jeder Freudenschrei ist ein Lob Gottes. Wenn wir krank im Bett liegen, dann bezeugt uns unser Atem die Nähe Gottes. Und wir verlassen eines Tages diese Welt mit einem letzten Ausruf seines Namens. Ich möchte dich einladen, während wir gleich ein Vortragslied hören, einfach darüber noch nachzudenken und das auf dich wirken zu lassen. Und vielleicht schließt du auch die Augen bei diesem Lied, wenn du es möchtest, und betest in der Stille, dass Gott dir etwas zeigt, was für dich dran ist, dass Gott dir begegnet. Und ich möchte noch mit uns beten. Unser Vater im Himmel, danke dafür, dass du dich Mose offenbart hast, dass du ihn gerufen hast in dieser besonderen Erscheinung. Danke, dass wir dadurch auch so viel lernen dürfen und dadurch besser verstehen dürfen, wer du bist und wie du bist und was du auch für uns sein möchtest. Danke, dass du dich als der Gott offenbarst, der unsere Zukunft kennt, der unsere Sorgen um die Zukunft in der Hand hält und der uns zusagt, ich bin für dich da. Und ich werde für dich da sein. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du diese Liebe auch in Jesus zum Ausdruck gebracht hast, dass du zu uns gekommen bist. Ich bete, dass du jetzt zu uns redest während dieses Liedes, dass wir dich darin sehen dürfen und dass du in unseren Gedanken uns das sagen kannst, was du uns sagen möchtest. Amen.